Peter Hacks, Der Heine auf dem Weinbergsweg, 1974. Der Heine auf dem Weinbergsweg hat einen goldenen Zeh und einen goldenen Daumen, der Zeh tut ihm nicht weh. Die Kinder, wenn sie steigen, aufs Knie dem Dichters Mann, fassen sie erst die Zehe und dann den Daumen an. O deutsches Volk, erobere dir deiner Meister Knie, dann wetzt du ab die Patina vom Gold der Poesie. Hallo. Ja, das Gedicht Der Heine auf dem Weinbergsweg gefällt mir sehr gut. Und jetzt möchte ich euch noch eine kleine Interpretation hier darbieten. Okay, also das Gedicht ist in drei Strophen aufgebaut mit jeweils vier Versen, wobei sich immer nur der zweite und der vierte Vers hinten reimt. Hat einen goldenen Zeh, der Zeh tut ihm nicht weh. Aufs Knie dem Dichters Mann und dann den Daumen an. Dir deiner Meister Knie vom Gold der Poesie. Okay, das ist die Sache. Ich habe überlegt, warum sich der erste und der dritte Vers nicht reimen. Und meine Vermutung ist, das Gedicht klingt insgesamt sehr melodisch, dass dort mit dem Metrum gespielt wurde. Ich gebe zu, diese Sache kann ich nicht ganz so gut und ich bin mir nicht immer sicher. Aber es scheint mir so zu sein, als wäre es so, dass die Verse oft mit einem Trocheus beginnen. Es gibt ein paar Verse, wo ich mir da nicht ganz so sicher bin. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dann soll man es trotzdem als Trocheus lesen. Falls das falsch ist, könnt ihr es gerne mit reinschreiben. Ja, okay. Dann könnten wir ja mal so langsam zu der Aussage bzw. zu dem Inhalt des Gedichtes kommen. Also ich denke, die Aussage soll sein, dass wir uns mit Gedichten beschäftigen sollen, die früher geschrieben wurden, dass wir uns diese Gedichte durchlesen sollen und uns aneignen sollen, damit wir sie sozusagen begreifen und damit sie fortbestehen können. Am Anfang, in der ersten Strophe, da sagt eigentlich der Dichter Peter Hacks einfach nur, dass der Heine da auf dem Weinberg steht und beschreibt, dass Daumen und Zeh Gold sind. In der zweiten Strophe beschreibt er, wie es dazu gekommen ist, dass der Zeh und der Daumen Gold sind. Und zwar, weil die Kinder darauf herumspielen und wenn sie da ranpacken, ihr kennt das vielleicht, dann tut man so die Patina abreiben, wenn man eine Statue anpackt. Und dann reibt sich also die Patina sozusagen, der Rost reibt sich ab und man kann wieder das glänzende Gold sehen. Und ja, die dritte Strophe erklärt dann im Grunde genommen, was mit diesem Bildnis ausgesagt werden soll. Das deutsche Volk
soll sich die Gedichte und die Dichter der Vergangenheit genauso aneignen, wie die Kinder das mit dieser Statue getan haben. Und wenn wir die Gedichte lesen, wenn wir sie anfassen, auffassen und begreifen, dann wird das Gold der Poesie wieder leuchten und wir werden die alte Patina abreiben oder abwetzen, sagt hier sogar der Dichter. Und ja, das heißt sozusagen, wir entstauben sie, wir machen sie wieder lebendig und sie kriegen einen Bezug zur Gegenwart. Das ist ein bisschen mehr als die Gedichte einfach nur zu lesen. Es heißt auch, sie zu interpretieren und zu verstehen. Und ja, mir hat das Bild sehr gut gefallen und mir hat aber auch die Aussage sehr gut gefallen. Und darum habe ich dieses Gedicht für euch interpretiert, um es euch vorzustellen und um es euch zu zeigen. Okay,